Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein. Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Das war Chris Redfield. Da ist er. Die Sau. Umbrella. L-A-E. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? 3 unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal. Mein Name ist Fexer, hier bei dem Ungleichen und wir spielen Resident Evil 7 Biohazard, das DLC, das kostenlose DLC, Nada Hero, mit unserem Protagonisten Chris Redfield, den wir noch schon aus anderen Resident Evil Teilen kennen. Und ich muss persönlich sagen, habe mich sehr auf dieses DLC gefreut, was man von den anderen DLCs, die bereits erschienen sind, nicht behaupten konnte. Ich habe damals das Spiel Resident Evil 7 im Livestream gespielt und kann es auf Wunsch gerne nochmal hier auf der Seite hochladen, je nachdem, wie ihr dazu Bock habt. Auf jeden Fall waren die anderen DLCs nicht so die Wonne und habe eigentlich mit diesem DLC hier als erstes gerechnet. Jetzt nach ganz, ganz vielen Monaten kam es dann doch noch raus und das sogar kostenlos und deswegen möchte ich es so gerne natürlich mit euch spielen. Außerdem ist noch End of Zoe rausgekommen, was aber nicht so gut sein soll. Hiervon weiß ich noch nicht viel. Wir spielen es einfach mal gemeinsam und lassen uns überraschen und probieren noch ein bisschen Story-DLC-mäßig noch ein bisschen hinter die Familie Baker schauen zu können und natürlich Lucas hier einfangen zu können, der ja wirklich der Verrückteste von allen war und ist. Und hier sind die Kollegen, die wir dann tatsächlich noch kennen. Ja, wie gesagt, Resident Evil 7 fand ich ziemlich geil. Ich fand es tatsächlich eine Überraschung, dass es so gut wurde, da war es die anderen Teile, die letzten Teile so extrem schlecht waren. Und freue mich deswegen, dass jetzt mal endlich ein richtiges Story-DLC wieder mit rausgekommen ist, mit dem alten Protagonisten. Das hat natürlich viel Schönes. Ja, und von den anderen Band-Footage oder wie es hieß so, die fand ich im Grunde genommen, wenn ich mal ganz ehrlich bin, richtig scheiße. Das war nichts mit Story-DLC, das waren so ein paar Minigames. Und deswegen war ich nicht so beeindruckt und habe eigentlich, wie das Spiel das schon angeteasert hat, so am Ende, ohne jetzt spoilern zu wollen. Okay, jetzt hat es, glaube ich, jeder schon gesehen. Also am Ende kommt ja Chris Redfield, man kann es ja sagen. Und ich dachte eigentlich, das wird so das erste DLC sein, was sie rausbringen werden. Aber das taten sie nicht und ja, dann kam erstmal irgendwie eine ganze Weile. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Ja, dann kam irgendwie eine ganze Weile halt nichts Richtiges und jetzt so spielt es ja praktisch eigentlich direkt hier nach der Befreiung von unserem Hauptcharakter damals von Ethan. Und aber es heißt natürlich noch nicht, dass der Virus und alles hier eingedämmt ist. Das muss natürlich jetzt die Spezialeinheit hier Umbrella machen. Und da bin ich mal gespannt, wie das Story-DLC hier sein wird. Ich nehme euch da mit auf die Reise und wir schauen mal und können es dann ja in den Kommentaren drüber auslassen. Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab Neuigkeiten. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Lukas, du Alter. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und Stopp! Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht. Und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos.
Da lachst du. Oh Gott. Scheiße. Was ist das? Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E Mutamycet. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Oh. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Ich sehe nix. Können wir mal hier. Oh. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Hier sehen wir es hier unten links. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Ist die Tür jetzt zu? Verstanden. Sei nur vorsichtig. Wir müssen mal gucken, ob ich noch fix was finde, aber es macht keinen Spaß, sich hier durchzukämpfen, wenn man die ganze Zeit mit dieser Maske hier rumrennen muss. Okay, wir gehen einfach mal. Achso, nochmal. Alles klar, hier ist alles vollgestellt. Die Mine kennen wir ja noch, die war ja im Spiel relativ zum Schluss auch vorhanden. Jetzt sind wir da kontaminiert. Ich glaube es nicht. Zwei bis vier Spielstunden werden hier erwartet. Ich, je nachdem natürlich, wie man es spielt, ist klar. Okay, das geht natürlich auch. Das ist natürlich geil. So, wir müssen... Ich hasse immer sowas, wenn es um Zeit geht, wenn man irgendwie keine frische Luft hat und sowas. Das ist scheiße. So, können wir jetzt hier... Fahren wir jetzt? Bitte hier weg, wo ich atmen kann. Mit Kontamination ist so... Chris, wir haben jetzt die von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Okay. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Evie. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst. Jetzt ist fast nur der Name übrig, sagt sie. Ah ja, und was wir über Lucas wissen, ist ja, dass er irgendwie nicht infiziert war mehr dann, glaube ich, ne? Der war ja dann einfach, der hat das einfach seine kranken Spielchen einfach gerne gemacht. So, hier müssen wir was. Einfach, was haben wir denn eigentlich alles hier? Wir haben hier eine Pistole, taktisches Messer, die Knifte hier, dann haben wir hier eine Arzneispritze, das ist gut. Umbrellas, Ziele, Einsatzbesprechung, Dokument, was wir nicht angucken können. Ah ne, hier kann es bloß nicht verwendet werden. Und hier. So, ein bisschen umgucken immer mal, wie das so ist. Resident Evil lebt da so ein bisschen vom Rumgucken, Erforschen, Rätseln auch. Was irgendwie ziemlich geil war. Also, es, wie gesagt, ich kann nur sagen, hier ist bestimmt wieder Aufbewahrung. Genau. Hier kann man, nee, ich möchte nicht reinmachen. Alles gut. Und wir gucken uns einfach mal hier ein bisschen um. Und schauen mal, wo uns das hier alles hinführt. Und vor allem, was wir Storytelling-mäßig hier erzählt bekommen. Ob es denn tatsächlich einen Nährwert hat für die Story. Oder einfach bloß zusätzlich hier was abgelegt wurde. Noch am Leben da drin? Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Jawohl. Wir probieren es zumindest. Okay, was haben wir hier? Einfach Knöpfchen drücken und dann geht, oder was? Ja. Ich hoffe, da kommt nicht irgendwie so ein krankes Spielchen von Lucas. Und so tief waren wir, glaube ich, gar nicht in der Mine drinne hier. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Evie, ne? Das war ein Ding, du. Wo es am Ende die... Na, wenn ich so viel spawnen, vielleicht willst du doch noch jemanden sehen, aber... Ich glaube, das kennt man dann schon, wenn man sich das DLC jetzt noch dazu anguckt. Dann sollte man das Hauptspiel, denke ich, kennen. Ist natürlich mal eine schöne Abwechslung, überhaupt jetzt mal zur Abwechslung eine Waffe zu haben. Also größtenteils, man muss ja immer sehr, sehr sparsam sein, was Munition angeht. Und das ist schon mal cool, wenn man hier mehrere Sachen schon mal zur Verfügung hat. Ich glaube, ich darf noch eine. Wie viel habe ich noch? Vier. Läuft. Guck mal, hier sind so viele. Lohnt das. Okay. Da ist noch ein Kollege. Komm mal ran. So. So, was haben wir? Hier liegt was? Was war denn das? Das habe ich gar nicht gesehen. Ach, das war noch eine. Arzneispritze. Die finde ich übelst eklig. Übelst. Boah, jetzt hätte ich mich fast angesprungen. Im letzten Moment noch die Kugel in den Kopf gepfeffert. Ach du Scheiße. Oh Mann. Okay, ist eine Kiste. Gib mir mal das Messer.
Flintenmunition. Nice. Also ein bisschen umgucken, ist wie immer. Mach mal. Was ist denn das? Zellenschlüssel. Stark. Mist. Oh nein. Okay, den muss ich irgendwie hier loskriegen wahrscheinlich. Geht das? Mit Messer? Was ist das überhaupt hier? Was kann man da... Oh, warte mal, ich glaube, da kommt was. Oh, wie ich diese... Oh, wie ich hasse diese... Ich finde die so abartig ranzig. Hier kommst du bestimmt auch nicht durch. Nehmen wir es auch was reintun. Okay. Übelst abartig. Wie es rumkrabbelt und nicht dann anspringt. So, was haben wir hier noch rumliegen? Guck mal, was ist das? Ein Zahnrad. Aha. Handgranate. Sehr gut. Wenn ich... Ich würde ja wetten, ich müsste das Zahnrad da vorne reintun, ne? Was haben wir hier noch? Munition. Also ich kann mich noch... Was ist hier? Antike Münze. Da sind sie wieder, die antiken Münzen, ja. Die antiken Münzen, die konnte man damals irgendwo in so ein Käfige reinstecken da. Und da gab es dann dafür so ein paar extra Sachen. Das war ganz cool eigentlich. Ich habe gehofft, sie kommen nicht wieder. Weil ich hatte damals im Spiel, selbst im Spiel nicht genug davon. Und das passt. Nicht? Doch. Warum geht's ja nicht? Muss ich noch Münze reinlegen? Es fehlt noch was. Was ist denn hier unten noch? Wo fehlt denn noch was? Ah, das. Aber das Zahnrad habe ich jetzt. Das Zahnrad habe ich jetzt drin. Das ist tatsächlich richtig. Okay, dann müssen wir uns noch weiter ihren Weg durchsuchen. Vielleicht finden wir irgendwo noch was anderes, weil ich noch ein zweites Zahnrad. Komme ich hier rein? Komme ich auch nicht rein. Und mit einer Münze nicht, ne? Nur mit dem Schlüssel wahrscheinlich. Und auch nicht, wenn ich... Wo ist denn eigentlich der Schlüssel? Hm. Den habe ich jetzt wahrscheinlich einfach nur im Rucksack. Okay. Also wir müssen noch was anderes finden. Das wäre jetzt aber auch zu einfach gewesen. Hätten wir einfach den Zellenschlüssel so abgenommen. Obwohl ich natürlich, wenn ich jetzt hier Chris Redfield wäre, ich würde eigentlich irgendwie einfach hier nur das Seil durchschneiden. Hier. So, und einfach so zack und dann hier. Und dann wäre das fertig. Was könnte ich denn noch hier reinlegen? Wir haben ja nichts. Die Münze passt nicht. Einsatzdokument auch nicht. Arzneispritze nicht. Ja, hier muss noch was anderes rein, was ich noch nicht gefunden habe. Und ich könnte ja wetten, es liegt ganz woanders. Also es liegt irgendwo in einem anderen Raum noch. Oh nein. Oder direkt hier mit. Ich weiß es nicht. Hier bin ich schon mal lang, weil ich gehe jetzt nochmal hier gucken. Die Tür kommen wir auch bloß nicht durch. Gehen wir nochmal alles ab. Das wird dieses klassische. So. Such, such, such. Wenn du Glück hast, findest du was und dann kannst du... Hier, was liegt hier? Nervengift. Nervengift-Handgranate. Und eine Kurbel. Ne? Die haben wir doch gesucht. Stark. Eine Kurbel. Ach, hier kommt eine Kurbel rein. Und dann sollte... schon besser. Und dann sollte es ja funktionieren. Und jetzt kommt Besuch. Alter, was ist denn das? Kann ich abbrechen? Oh, das ist ein Dicker. Aber ein ganz schön dicker. Okay, ich krieg Angst. Warum komme ich nicht weiter? Ja. Ja, ich würde gern durch. Ich komme nicht durch. Was ist? Oh, Alter. Hohe Regeneration. Was ist das? Was bist du? Haben wir es beschädigt? Die neue weiße Variante ist extrem widerstandsfähig. Normale Munition reicht nicht. Was schlägst du denn vor? Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Okay, das sollte erstmal kein Problem sein, weil wir haben ja eh erstmal den Schlüssel. Ich komme später wieder. Tschüss. Okay, also normale Munition hilft dir überhaupt nichts. Wie krank. Okay, ich gehe erstmal zurück und brauche erstmal einen Kollegen. Boah. Also wir müssen da durch. Noch. Oh, fuck. Das kenne ich noch gar nicht, das Vieh. Oh, der ist mal krasser. Okay. So, Junge, wir haben deinen Schlüssel. Aber wo? Wir haben doch den Schlüssel aufgesammelt. Wo ist er denn jetzt? Messer, Pistole, die.
Arzneispritze, Munition, Pistolenmunition, Einsatzbesprechung, Dokument, Umbrellas, Ziele, Arzneispritze, Münze. Aber wir haben doch den Zentschlüssel aufgehoben. Ach, den haben wir gar nicht aufgehoben, oder? Wir haben nur die Kurbel runtergemacht, aber haben den gar nicht aufgehoben. Kann das sein? Scheiße, da muss ich doch nochmal rein. Ich habe einfach nur zu gekurbelt, aber ich habe, glaube ich, den Schlüssel gar nicht mitgenommen. Also hoffe ich zumindest. Alles andere verstehe ich jetzt. Dann würde ich es nicht verstehen, weil das wäre ziemlich blöd. Das heißt aber jetzt für uns, wir müssen nochmal rein. Es ist eigentlich scheißegal, was ich jetzt nehme, weil eh kein Schaden, vielleicht kann ich mit dem Messer. Ja, schneller rennt der auch nicht, das ist hier. So, Schlüssel, Schlüssel, den Schlüssel haben wir noch nicht, den Schlüssel, Schlüssel. Ich renne mal so ein bisschen außen rum. Wie haben wir denn überhaupt? Das sieht eigentlich ganz gut aus alles. Wo ist jetzt die Kiste? So, jetzt, den haben wir gar nicht mitgenommen. Da waren wir jetzt so verschreckt und voller Angst und Ekel, dass wir den Schlüssel überhaupt gar nicht mitgenommen haben. So, jetzt kann ich den Kollegen auf jeden Fall befreien. Peace. War aber auch eine Stresssituation, weißt du? Kommt die Animation, während er runterkurbelt und vor dir baut sich das Vieh auf und will dir in den Popo beißen. Okay. Los, let's go. Meine Herren. Finde ich ziemlich cool, die Monster, weil die schrecken einen schon sehr ab. Also ich finde es eklig. So, jetzt befreien wir unseren Kollegen. Und jetzt geht es nämlich auch. Brauchen wir uns nicht zu wundern. Hi, Charlie. Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh nein. Oh, Mist! Nimm den Filter von meiner Maske. Schnell! Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Er hat recht, Chris. Schau zu und lern. Oh fuck, du Kranker! Lukas. Nein! Nein! Alter, ich will was... Oh. Nimm. Tut mir leid. Lukas. Wir sehen uns in der nächsten Folge und schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Tschüss.